Also zunächst mal ist die All Electric Society eine Vision, in der Kreislaufwirtschaften im Wesentlichen durch erneuerbare Energien, durch erneuerbaren Strom angetrieben werden. Dabei muss man sagen, sind diese Kreislaufwirtschaften nicht durch Verzicht, sondern durch Innovation geprägt. Innovation selbst wird dazu helfen, dass wir vor allem das zweite Thema neben dem Ausbau der Erneuerbaren, höhere Energieeffizienz zu erreichen, dann auch umsetzen können. Und das wiederum erfordert eine breite Aufstellung der Normenlandschaft, um all diese digitalen Sektoren so weit zu standardisieren, dass sie dann auch sektorübergreifend miteinander kommunizieren können. Das ist einer der großen Effizienzhebel. Wir haben zum einen das, was wir den digitalen Zwilling nennen, also die vollständige digitale Beschreibung jedes Assets, was wir in der Industrie, aber auch in der Energieerzeugung nutzen. Das müssen wir komplett ausdifferenziert normen, damit alle neuen digitalen Geschäftsmodelle über diesen digitalen Zwilling auf die installierten Assets zugreifen können. Im Moment können wir das nicht. Diese Assets erzeugen keine Daten im ursprünglichen Sinne, sondern eigentlich nur Messwerte, die in internen Regelkreisen verarbeitet werden. Das müssen wir aufbrechen und das tun wir durch den digitalen Zwilling. Und der braucht einen ganzen Kanon an Normungsaktivitäten, wenn wir alle Anteile innerhalb des digitalen Zwillings bereitstellen wollen, die dann die digitalen Geschäftsmodelle weiter oben benötigen. Wir haben unterschiedliche Stakeholder, die nun in diese Normungsprozesse eingreifen wollen. Das sind zum einen die Politiker, die sich um unsere Zukunft Sorgen machen, sagen, da müssen wir vorbereitet sein. Das heißt, das ganze Thema Innovation soll gleichzeitig auch in den Normen mit einfließen. Also viel früher Normen, als das früher der Fall war, wo wir eben Produkte genormt haben, die seit 5 Jahren auf dem Markt waren. Im Vorfeld der Verkehrbringung wollen wir normen. Das ist eine ganz, ganz schwierige, herausfordernde Aufgabe. Wir haben aber auch andere NGOs, Hochschulen und die an den Normungsprozessen teilhaben wollen. Und deswegen müssen wir uns da ein Stück weit neu erfinden. Zum Schluss, die Vorhersage mache ich mal, bleibt es trotzdem der Club der Elektrotechniker, der die Norm machen wird. Aber die Randparameter dazu, die müssen wir schon wirklich mit einbeziehen, mehr als wir das in der Vergangenheit getan haben.